So, Freunde, heute mal zwei Videos mit dem gleichen Anfang. Warum? Ich habe zwei Camps in der Hand. Ja, Leute, das ist der Anfang vom Video 400. Das werden mindestens zwei Teile, wenn nicht sogar drei. Aber es ist auch ein Bauvideo mit dabei. Ein Grillkoter-Video. Das werde ich auskoppeln. Ja, dann mache ich jetzt mit einem von den Videos weiter und wir werden sehen. So, Freunde, weiter geht's mit Bauupdate. Ich habe schon zwei fleißige Helfer da. Der Sascha und der Björn. Da unten ist er. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Dachdecker heute noch fertig gebracht haben. Ja, ich würde mal sagen, das Dach ist soweit fertig. Haben oben jetzt einen schönen Übergang hingemacht. Gott sei Dank haben wir dann noch viele, viele Dachziegel übrig gehabt. Und jawohl, ich bin sehr zufrieden. Jo, der Philipp kommt heute ja auch noch etwas später. Mit dem geht es dann morgen früh erst einmal zum Shoppen. Warum? Es wird noch Putz gekauft. Ja, und dann wird der Philipp ganz freiwillig die Wand fertig verputzen. Ja, deswegen erstreckt sich dieses Bauvideo jetzt auch mal über zwei Tage. Nö, ich mache heute eine kurze Folge und morgen gibt es dann ja, eine Folge, wie der Philipp verputzt. Heute werden wir jetzt auf alle Fälle noch die Reste von den Dacharbeiten aufräumen, dass ich das Auto da hinten reinstellen kann. Da hinten flacken noch die alten Dachrinnen, die müssen weg. Ja, damit der Philipp auch die Wand schön verputzen kann. Ja, Freunde, wir waren jetzt beim Shoppen, eben für Video 400. Und gucken wir mal, wie schnell wir jetzt da hinten zusammenräumen, dass wir ja, ein bisschen Ordnung noch im Hof reinbringen. Aber ich befürchte, ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Herr Dortmunder, was ist denn jetzt schon wieder? Habt ihr eigentlich in Dortmund gelbe Säcke? Nein, wir haben gelbe Tonnen. Ich brauche keinen Sack, danke. Ich habe dir gerade gesagt, dass das ein Loch ist. Ey, unglaublich, Leute, das muss ich euch zeigen. Okay. Unglaublich. Da ist mir kurz dabei, Feuerchen anzumachen. Dann kommt man wieder. Dann stopft er einen gelben Sack. Sowas von dermaßen randvoll, ja. Wie soll man bitte so einen gelben Sack an die Straße hängen? Nee. So ist es halt mit der Dortmunder. Naja, egal. Er hat fleißig mitgeholfen, muss ich jetzt schon sagen. Wir haben jetzt hier ruckzuck Ordnung geschaffen. Alles zusammengekehrt. Ja, Hänger kann raus, den brauchen wir morgen. Und mein Auto kann ich jetzt da drunter stellen. Ja, jetzt muss ich dann bloß noch schauen, ob der Schrottfutzi schon da ist. Jo, so sieht das Dach eben jetzt von hier oben aus. Also ich bin wirklich zufrieden. Jo, wunderbar. Dann kann der Philipp auftauchen, kann das Loch zumachen und verputzen anfangen. Schatzi, kommst du noch da heil runter? Oh Gott. Hilfe, sagt sie. So, Freunde, dann war das ein kurzes Bauvideo-Update von heute. Ja, Schrottfutzi ist immer noch nicht da. Ich hoffe, dass der noch auftaucht, spätestens morgen früh. Hoffe ich, dass wir den Schrott loswerden. Ja, dann würde ich sagen, gibt es morgen nochmal ein Bauvideo. Und ja, Video 400 dauert halt noch. Da müssen wir ja erst Aufnahmen dafür sammeln. Wir sehen uns. Ja, pünktlich zum Ende vom Video, was ja eigentlich schon beendet ist, ist der Philipp noch aufgetaucht. Hallihallo. Jo, freut sich schon auf morgen? Natürlich. Ja, gut. Und das ist nicht mal gelogen. So, jetzt zeigt mir mal die Grillkoter. Wollen wir uns anschauen, wie er guckt? Schauen wir uns noch an. Wo ist der Lichtschalter? Links hoch, hoch, hoch.
Habe ich schon eine Brille auf und bin trotzdem. Ein blendendes Ereignis, oder? Geil. Ja, geh mal, ne? Oh, ich glaube, ich schlafe heute hier. Oh, romantisch. Ja, so. Coole Sache, oder? Mega. Sowas fehlt mir auch. Ja, ich komme zu dir. Genau. Ja, Leute, das war's dann definitiv. Und du verschwindest jetzt mit der Zigarette hier raus, weil noch ist hier ein Rauchverbot. Ob es bleibt, keine Ahnung. Aber im Moment sagt Schatzi, nein, nicht rauchen in der Grillkota. Hallo. Okay, Leute. Morgen dann das nächste Grillkota-Bau-Update-Video. Definitiv. Und ja, insofern bin ich für heute weg. Ciao. Muss ja noch ein Video aufnehmen.